Ich bin hier Auto klauen. Ich habe mein eigenes Auto. Ich hatte umgebracht. Merkt ihr das, du Schlampen? Ach, guck an, die Bullen auch wieder da. Was habt ihr nur für Probleme? Was habt ihr nur für Probleme? Man glaubt es nicht. Sieht man da eigentlich die Sterne? Nein, sieht man nicht. Um die Garage zu verlassen. Ja, du kannst mir mal einen Schuh aufblasen. Alpha, was ist ein Alpha? Ich nehme mal ein Alpha. Ich will wissen, was das für ein Auto ist. Okay. Schade, dass es hier keine Rhino-Panzer gibt. Das so jetzt vielleicht Paradise. Kalahari ist auf jeden Fall dieses komische Ding vom. Na, ist aber still. Mascaro. Moment. Slam Van Red Truck. So heißt der. Den wir bei, glaube ich, bei Medusa im Ding gesehen haben. Der heißt Red Truck. Red Truck. Naja, wie auch immer. Mascaro oder Chester? Ich weiß es nicht. Ach, die Karre. Steigen die Zipfel aus und laufen her. Da kommen sie angeschlichen, diese Sackgesichter. Könntest du vielleicht mal aufstehen? Wäre das möglich? Man nennt immer einen Bückling. Habt ihr auch ein bisschen Würde, oder? Eigentlich, die Karre fährt sich wirklich, wie soll ich sagen, beschissen ist eigentlich gar kein Ausdruck dafür. Ey, wo ist jetzt das Fragezeichen hinkomme? Ich krieg noch die Matten. Das Fragezeichen ist weg. Ich eier die ganze Zeit in der Gegend rum und jetzt das Fragezeichen weg. Geh halt aus dem Weg, du Zipfel, oder? Hast du ein Problem mit mir? Möchtest du kein Problem haben? Nee, ne? Gut.
Jetzt steht die Scheißkarre Schwitterhausen. Ich werde das Ding nicht los, ne? Das kannst du knicken. Ich werde die Karre nicht los. Verkaufen geht nicht, im Wasser versenken geht nicht, mit hier mit Raketenwerfer, mit Handgranaten, du kriegst das Ding nicht los. Einmal speichern. Nein, wir wollen nicht speichern. So ist komisch, ne? Dass er hier das. Oh. Hier unten steht zum Beispiel der 22.11.2005. Ich habe aber das Ding 2014 gekauft. Wir sind nicht online. Ich will ja nur bis abends. Ich glaube, dass das nur abends verfügbar ist. Rennen sind, glaube ich, nur abends verfügbar. Naja, Straßenrennen halt. Ups. Entschuldigung. Jetzt muss ich mal auf dem Ding gucken, wie viel Uhr wir haben. Dann weiß ich auch, oh, abends. Man konnte, glaube ich, im Ding. Nein, geht nicht. Menü verbergen ist schön. Das gefällt mir. Apropos, wie viel Uhr haben wir? 22.08 Uhr, das passt. Na, Schlampe. Das Haus gehört zur Hälfte mir. Wenn man es eigentlich ganz genau nimmt. Das ist ein Gag jetzt gerade gewesen, hä? Ich krieg mich nicht mehr vor lauter Lachen. Wo ist die Karre hingekommen? Ich hab doch die Karre Ich hab doch die Karre geparkt. Oder etwa nicht. Ey. Alter Mann, ey, so viel Geld ausgeben für gar nichts. Da kann ich das Fenster aufmachen und die Kohle gleich rauswerfen. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? 3.800. Ey, ich habe so viel Geld ausgeben dafür. Und jetzt ist die Karre weg. Scheiß Rockstar-Dreck. Das Fragezeichen ist endlich wieder da. Ey, 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 Vorsicht, Vogel. What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny, motherfucker. Besorg dir ein Auto. Wieso, da steht's doch. Ich mach mal kein Auto besorgen, ich hab eins. Hast du schon mal versucht, mit dem Rollstuhl ein Rennen zu gewinnen? Ja, mit dem, was er gerade wegfahren ist, kann man kein Rennen gewinnen. Ist egal, wurscht. Das ist ein Alt-Opa-Auto. Das ist ein Auto. Hier. Naja, nicht wirklich. Are you racing or watching, Franklin? Let's go! Ja, du mich auch. Du Armleuchter, du dämlicher Dämmlack, du! Gackstelze! Wenn du dicht in einem anderen Wagen fährst, Windschatten und so, kennen wir ja von EA, ne? Need for Speed. Hey, take it easy. Was will ich, du Pissnelge? Ihr Amateure. Hoppala, da geht's lang.
Sag mal, spinnst du? Hast du Mais und einen Pony? Kann das sein? Alligator. Amateure. Ihr Pfeifenlutscher. So, die Karre lässt sich schwer kontrollieren. Ah. Du Armleuchter, du dämlicher Arschkriecher. Warum kriechst du nicht in das Loch zurück, wo du rausgekommen bist? Du Armleuchter, du dämlicher Dämler. Komm, mach die Spur frei, sonst drücke ich dir deinen Arsch in Sancho-Fach. Scheiß Bäume, ey. Ich habe einen Punkt verpasst. Das holen wir nie wieder auf mit der Karre hier. Nie wieder. Ich hätte mir doch eine andere nehmen sollen. Turismo, ja, ist nicht schlecht. Ja, ja, ich hätte es wissen müssen. Ja, ich hab's geahnt. Armleuchter, weg. Ja, ja, von dir lernen oder was, du Quasseltasche. Relax, you where you belong. Das reicht mir jetzt mit der Karre hier. Fehlgeschlagen, sag ich doch. Ne, ich brauche einfach eine andere Karre. Franklin hat nicht gewonnen. Schön. Ja, möchte ich gern. Ich kann mit meinem Auto machen, was ich will. Jetzt zieht man da was auf mich, der Arschloch hier. Ja, genau. Erzählt mir mehr davon. Aber lasst euch Zeit. Ich hasse das eilig. Ups. Ich bin armer Necher in einem Trainingsanzug. Mit einer Jeanshose und einem schäbigen T-Shirt. Psst. Sag ich doch. Schon sind die Bullen weg. Ey komm, wir müssen nochmal zur Rande kommen hier. Das kann doch nicht so. Oh, schön, dass du anhältst. Dankeschön. Wirklich, sehr freundlich von dir. Komm, steig aus. Du Lappen. Ja, ja, du kannst ja hinterherlaufen, wenn du willst. Ich hab da eine Karre. Von wegen Knarre und Karre. Da geht's lang. Manana übrigens, wenn ich das jetzt richtig hab. Ja. Wir können uns den Elegy oder den Turismo nehmen. Welchen nehmen wir? Mit dem Bullenauto kann man kein Rennen fahren. Habe ich ja doch, glaube ich, schon gesagt, ne? Schade eigentlich. Dann machen sie alle freiwillig einen Platz. Machen sie alle freiwillig Platz, meine ich. Klentel, Dubster 6x6, Massacro, Handle, Turismo R. Turismo oder? Ja, ich nehme Turismo.
Der Turismo in GTA war schon nicht schlecht. In GTA 4. Der war schon richtig geil. Na, am Leuchter. Guckst du mal an den Rückspiegel, du Pfeifenlutscher? Rennen fahren, wenn du dich nur aufs Ohr konzentrierst, ja? Wenn das Bild nicht mit dem Ton übereinstimmt, das ist schwer. This one's gotta be shared. What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No. Ja, komm. Funny motherfucker. Wichse. Könntest du jetzt bitte ins Auto einsteigen, damit wir mal vorankommen hier? Wettert möglich. Don't tell me you're having second thoughts. Let's go. Entschuldigung. Man, you kidding? Rundenzähler anzeigen zu lassen. Was für ein Rundenzähler? Ach, der Rundenzähler. Ja, von mir aus. Wir haben es halt eilig. Der schlimmste Gegner in einem Rennen ist man selbst. Weil man sich... Ja, man hat den Gegner im Rücken. Dann wird man in dem Moment wird man nervös. Wenn der Gegner hinten im Rücken... wenn er an der Stoßstange klebt, wird man nervös. Deswegen... Man darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wenn der Gegner hinten dran ist, scheiß drauf. Nicht verrückt machen lassen. Das ist wie beim LKW. Ja, wie beim LKW fahren. Wenn da einer hinten dran hupt, ignorieren. Dann brauchst du zwar doppelt so lang. Also ich absichtlich, ne, ist klar. Weil ich mir dann sag, wenn du hinten hupst, ich könnte ja mal aussteigen und hinterlaufen und zu dem Autofahrer sagen, du kannst gerne versuchen, meinen LKW rückwärts einzuparken an die Rampe. Ich hub dann so lang für dich. Ne, könnt ihr mal ausprobieren. Aussteigen, zum Autofahrer hinlaufen, ne, sagen, ne, du fährst, ich hub für dich. Dann guckt der später Autofahrer ganz dumm aus der Wäsche. Ja. Auf Deutsch, es nervt. Schon irgendwo. Und dann mit dem Spruch noch kommen, jetzt brauche ich doppelt so lang. Absichtlich, natürlich. Was? $200 haben wir gewonnen. Naja, unfallfreies Rennen. 5. Wieso unfallfrei? Habe ich jemand berührt? Naja. Unfallfrei. Er kann jetzt an Straßenrennen teilnehmen zwischen 20 und 5 Uhr. Das ist schön. Ich hab doch die Karre nicht aus der Garage gefahren, oder? Hab ich die Karre aus der Garage gefahren? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht, dass ich die Karre aus der Garage genommen habe.
Ah ja, pack mal die Karre.